Schaut DuckTales im Disney Channel. Puh, endlich raus aus dem Zeitschleifenraum. Puh, endlich raus aus dem Zeitschleifenraum. Puh, endlich Schluss raus aus damit, dem Zeitschleifenraum. Mama! Okay, was ist das Nächste? Wir haben es in die Archive geschafft. Fräulein Röhrig hat diesen Raum entworfen. Sie hat ihre Pläne geheim gehalten, selbst vor mir. Aber so wie ich Fräulein Röhrig kenne, sollten wir uns auf etwas manisch-mystisches gefasst machen. Jeden Augenblick. Ich dachte, es wäre schon soweit. Oh! Was zum... Fräulein Röhrig, Sie Genie. Seht euch um, Kinder. Die Kacheln, alte Rosarunen. Sie verändern unser Schwerkraftfeld. Oh, ich würde zu gern sehen, wie Frau damit klarkommt. Um das zu sehen, müssten wir das überleben. Wie kriegen wir dich runter? Ich brauche vielleicht etwas Hilfe. Keine Sorge, ich schaffe das. Warte, Mama, die Rune zeigt auf. Ja, ich brauche dann auch Hilfe. Junge, da vorn, das ist die Hauptrune. Wenn wir die berühren, kehrt sich die Schwerkraft zur Normalität. Wir müssen nur an sie herankommen. Ja. Oh, guter Junge. Ja. Eins, zwei, drei, spring! Bereit, Mama? Ja. Wir sind am Leben. Wir haben es geschafft. Oh, lausige, unnütze Todesfalle. Das ist doch ganz gut. Ich halte das nicht mehr aus. Greif uns endlich an. So ist das doch kein Leben. Warte, Leben, das ist es. Ich verstehe es. Das ist bestimmt alles eine Lektion, dass man nicht in Furcht leben kann. Das klingt für mich aber nicht nach einer Frieda-Lektion. Deshalb ist es ja so clever. Sie hat uns reingelegt. Ha, es sollte nie zu einem Angriff kommen. Das ist der Angriff. Endlich, es ist vorbei. Nein, nein, nein. Wie soll ich bereit sein, wenn ich nicht auf mein Wissen vertrauen kann? Verrat lauert hinter jeder Ecke. Das Spiel ist aus. Tick, zeig mal. Gut gemacht, Niki. Du hast das Ziel in die Enge getrieben. Was die Jungs angeht, sie haben gezeigt, wie unvorbereitet sie sind. Jetzt erledige ihn.